ist da ist. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir haben wieder einen ganz kurzen Part. Wir haben nur einen kurzen Part momentan, also so 10 bis 12 Minuten. Das ist 10 bis 15 Minuten ungefähr. Sorry, wie gesagt, dafür. Wie gesagt, ich muss in letzter Zeit kurz das halt sehr viel jetzt raushauen und dann folgen. Deswegen seht es bitte nach, dass ich momentan nicht allzu viel an Folgen mache. Ja, ich habe auch sehr viel Spaß in dem Spiel. Was haben wir hier? Da hoch kommen wir gerade wahrscheinlich nicht so einfach, ne? Ne, anscheinend nicht. Oder was ist denn das da oben? Das würde mich mal interessieren. Ach so, das ist das Telefon, was hier angezeigt wird, glaube ich, oder? Naja, kann man sagen. Telefonzelle oder so. So, dann machen wir heute weiter. Mit dem nächsten Teil. Wir haben noch einen Schaden von 5.750 für das Thema Drogen. Also viel ist es nicht mehr. Mit dem können wir heute tatsächlich noch durchziehen. Mit dem können wir heute sogar den Boss noch downen. Die Boss ist mir, der Boss ist mir gerade. Das nehme ich nicht auf meine Kappe. Das Zeug war scheiße. Es war schon scheiße, als ich es. Ich brauche die Polizei. Bitte schnell. So, mit kaum Energie noch den Kollegen befreien. Jetzt was über Doc Gastons Geschäfte. Die Eintreiber vom Boss sind unterwegs und sammeln. Sie bringen das Geld immer in ein Geheimversteck. Dein Arsch gehört jetzt mir. So. Gut, Folgeantreibern zu seinem Versteck. Das ist dann wahrscheinlich wieder diese Autos, diese Kuriere, die wir da mal hatten. So, wunderbar. Dann haben wir das soweit auch erledigt. Oh, Verzeihung. Die Feige Sau hat sich vollgeschissen. Ich werde... Du hast gar nichts mehr, Kollege. Ich bin zu alt zum Weglaufen und zu jung zum Sterben. Oh, mein Herz schlägt wie wild. Ah! So. Anna. Bloß nicht irgendwie mit dem Kopf jetzt irgendwie noch dazwischen kommen. Das ist ein Haufen Scheiße. Hä? Wo ist er hin? Ja, das frage ich mich auch gerade, ne? Oh, ich kann ihn jetzt nicht töten. Jetzt tritt er das Gesetz. Achtung an alle Einheiten. Es gab ein Tötungsdelikt im French Road. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Ich muss die Bullen im French Ward abschütteln. Alles klar. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Wir sterben alle. Wir sind alle tot. Seht ihr denn nicht? Wir sind schon hinüber. Hä? Willst du hier Ärger machen oder was? Ich Nö, ich will nicht. Nach, ob da alle dieser Mensch atmen. Das ist ganz übel. Komm, ich brauch dich mal eine Kugel dafür. So, dann ich nehme einfach mal kurz hier die Leute hier raus. So, einige Feinde wieder weniger. Und da unten liegt der Geld. Ja, mit 500. Die haben auch wieder. Das ist wieder ein Kurier. Aber die werden wahrscheinlich öfters passieren. Öfters das mal bekommen. Das ist ganz übles LSD, Mann. Beschissen schlechter Stoff. Siehst du mein Gesicht? Wo ist denn mein verdammtes Gesicht? Alter, liebe Leute, Finger weg von Drogen. So, den werden wir mal folgen.
der Kopf davor. Wie lange ist dieser Wagen schon hinter uns? Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Der Wagen kommt mir bekannt vor. Vielleicht braucht das irgendjemand Hilfe. Ach, dieser Joint macht mich fertig. Du redest von Gesetzen? Wie wär's mit Gottes Gesetzen? Rassen zu vermischen ist wieder natürlich. Das oberste Gericht ist anderer Meinung. Oh, diskutiert doch da vorne nicht. Gute Information, die man eigentlich nicht braucht. Boah, könnt ihr das mit dem Diskutieren bitte jetzt nicht mal die vorne da auflösen? Sie dürfen das nicht. Tut mir sehr leid. Kein Gesetz. Du redest von Gesetzen? Wie wär's mit Gottes Gesetzen? Rassen zu vermischen ist wieder natürlich. Wie geht's denn so? Das ist anderer Meinung. Das ist ganz übles LSD, Mann. Beschissen schlechter Stoff. Siehst du mein Gesicht? Wo ist denn mein verdammtes Gesicht? Nein. Hallo? Alles in Ordnung? Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach, oh, bitte Polizei hier unten! Missy, warte mal. Einmal kurz in die Wand gehauen. Oh, könnt ihr das mit dem diskutieren? Ich kann das Skelett der Welt sehen. Ich bin im French Ward und... Alles klar. An alle Einheiten. Code 60. Officer im Einsatz verletzt. An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt das Fahrzeug. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Ja, sie hat mich vorgewarnt. Was immer du brauchst, sie ist als erledigt an. Ich freue mich, dass ich dir helfen kann. Scheiße. Die Karre weg erstmal. Achtung an alle Einheiten. Oh, nimm doch die Mühle da weg, du Missing, Alter. Ah, es war mir klar. Guck mal, ich halte dich auf. Ich kann nichts machen. Und da guckt die der Alte da noch so blöd. Oh, guck mal, ich guck dir zu, wie du erschossen wirst. Das ist eine Scheiße manchmal. Wir verlieren einen ganzen
ganzen verdammten Tag der Stehen. Ist dir das klar? Dollar verloren. Ah, wegen so einer Kinderkack. Wegen so ein paar Passanten, die mir auf den Piss gehen. Was ist das hier? Achso. Dann fahren wir da hin. Gut. Naja.